Ihr seht hier das Sony Xperia Ion mit einer 12-Megapixel-Kamera hinten und einem LED-Licht. Und das Gerät hat einen 16-fachen digitalen Zoom und einen Sony XMORE R-Sensor, der quasi auch bei schlechten Lichtverhältnissen für sehr gute Bilder sorgen soll. Außerdem haben wir hier eine Auflösung bei den Bildern von 4227x2848 Pixel. Und starten wir einfach mal die Kamera. Das Gerät ist jetzt im Standby-Modus, aber ihr könnt hier einfach lange auf die auf den Kameraknopf drücken und ihr seid schon im Kameramodus. So schnell geht das. Und hier seht ihr mal wie immer unser kleines Testobjekt. Was merken wir hier? So können wir auf jeden Fall nicht fokussieren. Aber ihr könnt hier lange auf den Auslöseknopf drücken und dann seht ihr, wie hier fokussiert wird. Was haben wir hier für Einstellungen? Wir haben, wenn wir links drauf drücken, die Möglichkeit, den Modus zu verändern. Motiverkennung habt ihr hier normal. Frontkamera könnt ihr verändern. Dann habt ihr 3D-Panorama, Schwenk, Multi-Angle, Schwenkpanorama. Hier könnt ihr den Blitz automatisch auf Hellblitz, rote Augen aus einstellen. Und dann hier zur Videofunktion wechseln, Auslöser und hier die Galerie. Einmal auf Optionen. So, dann habt ihr die Möglichkeit, die Auflösung zu verändern, den Blitz anzuschalten, Selbstauslöser, Lächelerkennung, Geotext, Aufnahme, Methode, Verschlusston, Schnellstart. Das war's. So, und dann machen wir mal ein paar Bilder, damit ihr das Ganze auch einmal sehen könnt. Ich zitter ein bisschen und ich zeige euch die Bilder gleich immer direkt, nachdem ich hier ausgelöst habe. Und natürlich zeige ich euch jetzt auch wie immer eine kleine Auswahl von Bildern draußen bei Tageslicht, Nahaufnahmen und so weiter und so fort. Schaut euch die Bilder mal an, damit ihr einen kleinen Überblick bekommt und selbst sagen könnt, wie ihr diese 12-Megapixel-Kamera findet. Ich persönlich, wenn ich jetzt hier mal in die Galerie gehe, kann sagen, also das ist jetzt nicht scharf. Aber ansonsten hier zum Beispiel werden die Bilder schon sehr, sehr scharf, wenn man richtig fokussiert. Also das sieht toll aus. Und das für so eine Handykamera, also ist auf jeden Fall super. Und auch ein Digitalkameraersatz, würde ich mal sagen. Hier habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zu verbreiten. Picasa, Google, Facebook, Bluetooth, wie ihr wollt. Löschen könnt ihr das Ganze. Hier könnt ihr einen Standort hinzufügen. Tippen Sie auf den Bildschirm, um einen Geotag festzulegen. Mache ich jetzt aber nicht. So, gehen wir mal wieder zurück. Und ich zeige euch einmal kurz den Blitz. Den mache ich einfach mal an. Und wenn ich jetzt hier auslöse, dann solltet ihr ihn sehen. So sieht er aus. Ist relativ hell, habt ihr gesehen. Wir schauen uns mal kurz die Videofunktion an. Wie gesagt, ihr könnt Videos aufnehmen, nee, habe ich noch nicht gesagt, mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixel, also in Full HD. Und hier habt ihr weitere Einstellungen, und zwar Frontvideo oder die normale Videokamera könnt ihr einstellen. Szenen könnt ihr hier verändern. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, den Lichtwert, die Belichtung zu verändern. So. Und hier auch Blitz an oder aus. So ist er quasi durchgehend an. Machen wir mal wieder aus. Hier einfach Film und ich zeige euch jetzt auch wieder mal ein Video von draußen, damit ihr hier auch einmal ein Beispielvideo bekommt, wie gut die Qualität ist, nah, weiter weg, und ich zoome auch mal und das Ganze in einer Auflösung von 1920x1080 Pixel. Ihr könnt, wie gesagt, einfach während ihr dreht zoomen. Und das zeige ich jetzt nochmal ganz kurz hier. Ihr könnt nämlich per Pinch-to-Zoom zoomen. Und das finde ich immer sehr praktisch und praktischer als über die Lautstärke-Wippe, was ihr natürlich auch machen könnt. Aber so geht es meistens schneller. Ja, ich schalte jetzt noch mal ganz kurz die Frontkamera ein, damit ihr auch die gesehen habt. Das ist die hier. So, und die Frontkamera macht Videos mit einer Auflösung von 1280x720 Pixel. Ist eine 1,3-Megapixel-Kamera und macht Fotos mit einer Auflösung von 1280x1024 Pixel. Ja, ansonsten habt ihr, wie ich euch schon gezeigt habe, so einige Apps und Widgets, unter anderem hier eure Galerie nochmal,
als Widget. Und wenn wir hier auf Optionen gehen, schauen wir auch einmal, wo hier unsere Bilder landen. Und zwar ein Album. Dann sieht das Ganze so aus, sortiert nach Datum und so weiter und so fort. Also einen sehr guten Überblick kann man hier behalten. Bilder steht hier, dann könnt ihr das Ganze nach Karte sortieren oder online. Ja, hier auf Optionen könnt ihr Elemente auswählen. Also, das ist eure Galerie, das ist die Kamera, 12 Megapixel, macht super Bilder, wie ihr sehen könnt, oder ich hoffe, ihr könnt das jetzt beurteilen. Ich finde, die Kamera macht gute Bilder und ersetzt auf jeden Fall eine Digitalkamera. Das Gerät ist, was das angeht, sehr gut ausgestattet.